So Leute, es ist endlich soweit. Meine Haare sind eigentlich richtig gut gewachsen. Jetzt heißt es ab zum Friseur und lass mir die Haare endlich wieder vernünftig schneiden. Nach der ganzen Misere, die hinter mir lag, mit Haare abrasieren und so ein Scheiß. Jetzt kann ich sie endlich schneiden lassen und wieder glücklich sein, auch ohne Kappe. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Haare sind ab. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Schauen wir nochmal. Okay, dann schauen wir gleich mal, wie es dann aussieht. Bis gleich. So ihr Jimmys, die Haare sind wieder fresh. Ich war beim Friseur und endlich sind sie wieder geschnitten. Nach dem ganzen Trouble, Bubble, Scheiß in den letzten Monaten mit meinen Haaren, mit meiner Frisur, sind sie endlich wieder so gewachsen, dass ich zum Friseur gehen konnte. Und ja, ich bin echt glücklich und ich könnte gerade weinen. Endlich sind die Haare wieder da. Auf jeden Fall werde ich sowas nicht mehr machen. Wenn ihr wisst ja, wie das letztens aussah. Bis hier geht's ja. Oh Gott! Guck dir. Was ist das? Ist das mein. Peter, das ist die möchtest du sagen. Du hast wie so eine Mongolin. Hallo? Die kannst du super stylen. Guck mal hier so. Da war ich mir immer so einen kleinen Zopf, Alter. Und so möchte ich nicht nochmal aussehen. Ich bin froh, dass der Friseur direkt frei war, damit er mir die schön geschnitzt hat. Die jute Frisur. Das Nice ist, dass ich für die nächsten Tage ein bisschen was vorproduziert habe und ich werde jetzt einfach ein bisschen versuchen, Sega zu spielen. Mit der Hand, der Player sind kleiner als die anderen, das müsste eigentlich funktionieren jetzt. Und ich zeige euch die Konsole mal, denn es ist so eine, mittlerweile diese neuen Konsolen auf alt auf neu gemacht oder irgendwie sowas, so ganz kleine, habe ich mir geholt bei Edeka. Können wir mal gucken jetzt. So, da ist das gute Ding hier unten. Oh, ist voll verstaubt. Aber es funktioniert noch. Was haben wir hier für ein Spiel drin? Die Simpsons, Bart vs. the Space Mutants. Aber wir spielen jetzt was ganz anderes, Leute. Juhu! Ja, Michael Jacksons Moonwalker war mein absolutes Lieblingsspiel in der Kindheit. Besonders, wenn der Michael die Münze in den Automaten wirft. Aber was mich an diesem Spiel so faszinierte, das war nicht nur die Grafik, klar, früher als Kind dachte man, oh, das ist super geil. Oder auch diese Tanzeinlagen oder das Gameplay an sich, sondern die Musik im Hintergrund. Es waren original Michael Jackson Songs in halt einem Bit-Ton. Da war zum ersten Smooth Criminal, was ihr hier hört. Dann gab es Beat It. Another Part of Me. Billie Jean und Bad und 5 Songs, also es war echt, zu meiner Kindheit war es richtig krass. Die Handlung des Spiels an sich ist eigentlich super einfach gestrickt. Man spielte Michael Jackson, den King of Pop. Man muss einfach nur Kinder retten, das seht ihr hier unten, da ist diese Balken, wie viele Kinder noch übrig sind. Und ja, wenn man die dann gefunden hat, dann zeigt der Affe einem, wo man hin muss, damit das Spiel beendet wird. Und dann sieht man immer wieder Mr. Big, der auch der Hauptentgegner dieses Spiels ist. Man kann seine Gegner quasi mit seinem Michael Jackson Pop-Zauber, sage ich das immer, töten. Man kann auch durch so einen Special-Angriff so die Leute zum Tanzen bringen, sodass sie auch selber sterben. Also das Spiel macht eigentlich riesig Spaß, obwohl es so einfach ist. Und selbst heute noch macht dieses Spiel mich einfach glücklich. Damit verbinde ich halt viele Emotionen, meine ganze Kindheit. Aber ich finde es halt vom Gameplay und das war halt, früher war es seiner Zeit sowas voraus. Nicht nur Michael Jackson selber, denn klar, seine Musik war auch weit voraus, ist ja heute noch beliebt. Er hat auch, by the way, mitgearbeitet an diesem Spiel. Und ich glaube, das hat das Spiel auch so erfolgreich gemacht. Und für mich ist es einfach
mein Lieblingsspiel aus meiner Kindheit. Ja Leute, das war's vom Video. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr gefragt. Sagt mir in den Kommentaren, welches euer Lieblingsgame ist, egal ob jung oder alt. Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich mehr solcher Videos machen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschaußen.